Guten Morgen, Erich. Guten Morgen, Luzi. Gut geschlafen? Was hast du dir für heute vorgenommen, mein Freund? Ja. Danke, gut geschlafen habe ich. Nun, ich wollte dir noch deine letzte Frage beantworten und dann weiter Richtung Duisburg. Oh, das ist aber noch ein langer Weg. Wenn du magst, kann ich dich nachher ein Stück des Weges tragen. Als Dank dafür, dass du mir meine Fragen beantwortet hast. Dann könnte ich dich bis zum Blumenmoor bringen. Von da aus musst du dann aber alleine weiter. Aber mit Glück könntest du dort auf die Geparden-Bären treffen, die Freund vom Geparden-Bär. Die wird dir bestimmt helfen können. Gut, machen wir das so. Dann legen wir mal mit deiner Frage los. Du wolltest wissen, was das älteste Tier der Welt ist, richtig? Nun, wie du ja sicherlich weißt, kommt alles Leben aus dem Wasser. Selbst unsere angeblich mythologischen Verwandten, die Wasseraffen, leben noch in den Tiefen des Meeres. Das erste Tier der Welt war die Rippenqualle. Sie entstand vor vielen hundert Millionen Jahren im Ozean und war kein Schwamm, sondern eine Qualenart. Lange galten Schwämme als die ersten Tiere der Welt, doch das ist falsch. Zudem besitzen Rippenquallen Nerven, einen Magen und Muskelvorläufer, die Schwämmen fehlen. Rippenquallen werden auch gerne mal Kammquallen genannt, doch richtige Quallen sind sie genau betrachtet nicht. Sie sehen zwar so aus, jedoch fehlen ihnen die Nesselzellen. In der Regel sind sie farblos und können nur wenige Zentimeter groß werden, jedoch können sie manchmal leuchten, um untereinander oder mit anderen Tieren zu kommunizieren. Oder es zumindest zu versuchen. Etwas Besonderes haben sie auch, und zwar die Statozyste. Diese dient als Gleichgewichtsorgan und hilft auch bei der Fortbewegung. Diese befindet sich auf der Mundöffnung. Die meisten Rippenquallen besitzen zudem noch Tentakeln. Und wenn mal ein Organ des Tieres ausfällt, wird es einfach regeneriert und wieder funktionstüchtig gemacht. Was gebe ich dafür, wenn ich sowas könnte? Sie ernähren sich von Kleintieren und leben in einer Meerestiefe von bis zu 3 Kilometern. In der Regel pflanzen sie sich durch einen Geschlechtsakt fort, wie viele andere Tiere auch. Aber auch ohne einen Geschlechtsakt können sich manche Rippenquallen fortpflanzen. Das war es über das erste Tier der Welt. Das war ja wieder super interessant. Vielen Dank, Luzi. Na dann steig auf meinen Rücken und dann kann es auch schon mit deiner Reise nach Duisburg weitergehen. Ja. Alles klar, Erich. Dann sage ich mal, nächster Halt, das Blumenmoor.